Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußball Manager 13. Yo! Also, was ist in den letzten Wochen passiert? Drunter und drüber geht's hier bei FC Schalke 04. Das kann man so mal konstatieren, denn ja, 16 Spieltage sind rum. Wir stehen momentan auf Platz 7 mit 27 Punkten, haben allerdings nur 3 Punkte Rückstand auf die Champions League Plätze. Haben zuletzt zweimal 0:0 gespielt. Einmal zu Hause gegen HSV und in Stuttgart beim Tabellendritten jetzt. 0:0. Dazwischen haben wir gegen Sporting Lissabon mit 2:1 gewonnen und sind damit als Gruppenerster ins Champions League Achtelfinale eingezogen. Immerhin, das Ziel haben wir schon mal erreicht. Also, das ist schon mal ein gutes Ziel. Saisonziel, gucken hier. Champions League Viertelfinale ist das eigentliche Saisonziel. Also auch da, wenn wir die Tottenham Hotspur schlagen, können wir das noch schaffen. Pokal sind wir leider rausgeflogen, das war das Saisonziel Halbfinale. Also, das sind dann erste Runde gegen Hansa ausgeschieden. Liga-Position ist natürlich momentan noch nicht gut, aber kann alles noch werden. Was haben wir hier? Schwer im Toiletten, noch gut, das sind die üblichen Probleme. Wir haben unsere Mannschaft noch nicht aufgestellt, kommen wir mal nach. Was verkehrt jetzt gerade ist. Da ist doch gerade... Achso, da fehlt einer auf der Bank. Ja gut, Verfahren, der ist ja wieder spielberechtigt. Weil ja Andreas Hanschen da auf der Bank war. Und auch seinen ersten Bundesliga-Einsatz bestreiten durfte. So, jetzt haben wir also die Hinrunde fast geschafft. Man kann konstatieren, es ist noch nicht viel, hat sich noch nicht viel getan. Gut, mit dem Sieg in Gladbach jetzt können wir mit denen gleichziehen und wenigstens Platz 5 erreichen. Wenn der HSV und Leverkusen nicht gewinnen. So, ich würde mal sagen, wir machen das dann ganz locker. Wir starten immer ganz locker in die nächste Woche und können so langsam schon mal unseren Winterfahrplan erstellen. Leverkusen verlängert mit Christian Fuchs 2017. Gibt es sonst noch für Gerüchte? Aschavin im Blickfeld von Leverkusen, Pizarro bei West Brom im Blick, Fabian Johnson, Eintracht Frankfurt. Sind aber interessante Gerüchte hier. Kommen wir hier rein. Hier haben wir also Fabian Johnson, RB Leipzig interessiert an Florian Hübner von Borussia Dortmund. Und gucken wir mal so, was so in England für Gerüchte gibt. Ja, nur Pizarro und Fraser Campbell. Gucken wir mal in Frankreich, da gibt es auch nur... Eins hier in Deutschland gibt es natürlich einige Gerüchte. Das größte eben Hübner von Dortmund zu Red Bull Salzburg. Oder ist welcher Verein ist das da? Salzburg oder Leipzig? Kann ich ja von hier nicht erkennen. Leipzig, ah, RB Leipzig. Sind in der dritten Liga, Tabellenerste sogar zurzeit. Auch interessant. Also die Ligen, die verschiedenen, die sehen wir uns dann gleich nach dem letzten Spiel gegen Gladbach mal an. Zu Hause in der Felditz Arena, also. In den Tabellenvierten, da sollten wir mal wieder einen Sieg einfahren. Das hat abgeschlossen, wann ich denn aufgegeben habe, dass er Werder Bremen beobachten soll. Alle Spieler haben Bekannte von 10 dort bei Werder Bremen. Schauen wir mal da rein, ob es da nicht noch einen guten Jungen gibt für uns. Also hier in der A-Jung nicht wirklich. Stärkemäßig gibt es hier einen offensiven Mittelfeld. Fabian Eswein, nee, Esenwein. 18 Jahre jung. In der B-Jung habe ich, glaube ich, ein gutes... Ja, Michael Linnemann, rechter Verteidiger, 16 Jahre jung. Den versuchen wir mal zu uns zu holen. Für die zweite Mannschaft. 4-Jahres-Vertrag. Kriegt ein gutes Gehalt. Und ein bisschen Handgeld obendrauf. Der ist interessant, der Junge. Der kann mal kommen. Wie heißt der nochmal? Michael Linnemann. Ja, bitte. So, schauen wir weiter. Nee, Training wollten wir einstellen, noch was. Für diese Woche... Da sind ein paar ja ganz schön geschlaucht, sagen wir mal, ne? Also. Wir feilen aber diese Woche an den Standardsituationen. Die gefallen mir bislang noch nicht so. Und dann schauen wir mal hier rein ins. Wie heißt das nochmal? Teamdynamik. So, Draxler, was hat er? Möchte fair bezahlt werden. Das verstehe ich nicht so ganz. Also, er verdient doch schon fast. Ja, er verdient schon ein paar Millionchen. Sagen wir mal, wir brauchen ihn nächstes Mal in Topform. Und verspricht, dass sie reinhängen wird. Gewinnt 3 Moralpunkte, sehr schön. So, Michel Bastos. Auch dich brauche ich mal wieder in Topform. Jawohl. Jefferson Verfahren. Was hat er für Ziele? Möchte auf seiner Lieblingsposition rechts außen spielen. Will erfolgreich Fußball spielen. Rechts außen will er spielen. Naja, ob wir denn das geben können. Wie geht's dir eigentlich? Sagen wir mal so. Ich kann verstehen, dass ihr viel zu tun gebt. Mir geht's gut, danke. So, Atomorage. Oh, was können wir Ihnen sagen? Auch ihn brauchen wir nächstes Mal wieder in Topform. Meine, der könnte ich dann, na gut. So, Jermaine Jones.
wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Sehr erfreut, dass sie ihm einen Wechsel nicht krumm nehmen. Finde es klasse, dass sie mich weiterhin unterstützen und dass sie meine Gründe verstehen, meint er. Ich werde weiterhin alles für den Verein geben, das können sie mir glauben. Ja, vielleicht werden wir ihn mal in den Kader nehmen fürs letzte Spiel nochmal. So, Podolski. Ja, was sollen wir für ihn sagen? Also verbessert hat er sich überhaupt nicht. Gut trainiert hat, vielleicht können wir ihn ja vielleicht mal sagen. Gewinnt er wieder ein paar Moralpunkte. So, Garrix ist noch verletzt. Kann man auch ganz zeitig sagen. Goretzka, also der ist ja richtig stark zurzeit. So, haben wir erstmal alle durch. Schauen wir mal ins Newsletter rein, da haben wir erstmal nichts. So, dann machen wir den Wochenverlauf weiter. Vertrag schauen wir uns mal in der Winterpause an, ob wir den verlängern werden. Maxim Meyer fällt aus. 5 Tage, Schulterverletzung. Ah, wird das im letzten Spiel so auffallen. Internationale Nominierung, Verfahren, okay. Lassen wir ihn zur Nationalmannschaft reisen nach Peru. Oh, wie haben sie gespielt? 1-0 gewonnen. Er macht sogar das Tor. Na bitte, war doch erfolgreich für Jeff. Ah, ich weiß noch nicht, ob ich ihn gleich wieder bringe. Senkrechtstarter Saison, Leon Goretzka. Saisonbeginn 70 ist eine Stärke von 74. Und Philipp Max. Auch mit drin. Steve Price auch noch. Saisonbeginn 74, jetzt 77. Also, boah. Auf den können wir setzen, wenn der zurückkommt. Mein lieber Scholli. So, was haben wir hier? Chimo Röcker. Platz 2. 20 jetzt, gut, 65. So, das ist es auch nicht jetzt, ne? Schauen wir mal in der zweiten Bundesliga nach. Gibt es da ein paar interessante Senkrechtstarter? Nö. Nicht wirklich. Was haben wir? Maximilian Xellmann. Maximilian Xellmann. Das ist bestimmt ein Bayer, kommt aus Augsburg. Gucken wir mal in England, was da Senkrechtstarter sind. Chris Crowley. Rechtes Mittelfeld, wow. Luke Shaw. Wie alt ist der? Auch 18, er ist linker Verteidiger. Luke Shaw. Mhm, vom FC Southampton. Den möchte ich mal bitte gerne gescoutet haben. Blickfeld nehmen. Und scouten. Wo haben wir es da? Hat einer was nicht zu tun? Ja, hier. Klaus Wichtel macht das. Zack. Ja, kann er gerne abbrechen. So, was haben wir noch? Jack Wilshere. Gut, das ist klar. Bradley, ne, der ist ein bisschen schwach. Hier haben wir noch einen 20-Jährigen. Linkes Mittelfeld, Kerim Frey. Ne, der für die Außenbahn, was ich so aus den Nachbarländern, finde ich ja diesen Kevin Campbell noch ganz interessanter von Red Bull Salzburg. So, die Elf vom Niederrhein soll heute also geschlagen werden. Das wird ein schwieriges Stück Arbeit, aber mal sehen. Lassen wir Verfahren ran. Oder Bastos. Schauen wir mal. Verfahren ist in Form von 10. Bastos ebenfalls in Form von 10. Goretzka könnte dann wieder auf die linke Seite wechseln. Das ist die große Frage. Doch, ich glaube, ich lasse dich einfach zum Verfahren wieder ran. Für Michel Bastos und dafür eben Leon Goretzka wieder auf rechts. Kirchhoff bleibt. Innenverteidiger. Neustädter ebenso. Also, was der in der Champions League gebracht hat. Uschida auch eine Stärke von 77 zur Zeit. Meine Güte. So, schauen wir mal. Jermaine Jones wollten wir in den Kader mitnehmen. Heute für... Ja, für Benedikt Höwedes. Oder? Ist die große Frage, wen wir da rausschmeißen vom Kader heute. Max bleibt auf jeden Fall beim Sturm. Hat mir auch sehr gut gefallen, was er da geleistet hat. Oh, die Frische bei Goretzka und Hunter lasse ich gut. Aber okay, wir haben mal Winterpause gleich. Die Quader war, wen wir aus dem Kader schmeißen. Wir schmeißen heute mal Benedikt Höwedes raus. Einfach so, Jones bekommt einen Abschiedseinsatz. Wie viele Spiele hat er die Saison bereits gemacht eigentlich? In dieser Saison hat er 2 Spiele gemacht, dann hat die Neustädter dahin verdrängt. So, schauen wir noch weiter. Spitzenspiel, zweite Mannschaft. Scouting abgeschlossen. Sieht, Meier ist wieder fit. Oh, Meier schafft also doch noch das Spiel in der zweiten zu machen, bevor er dann zu Eintracht Braunschweig verliehen wird. Also geht's dann, würde ich mal sagen, auf zum Spiel gegen Gladbach. Also Leute, was sagen wir unserer Mannschaft vor dem Gladbach-Spiel? Gebt euer Bestes, um nicht zu hohe Erwartungen zu stellen. Wir sind natürlich besser wie gegen viele Mannschaften. Aber das mag gar nichts heißen, ne? Also auf geht's, der Ball rollt in der Feldis-Arena. Gladbach mit dem System eher defensiv ausgedreht, haben heute nicht mehr auf die Taktik geschaut. Ich denke, dass sie mit der gleichen Taktik gegen Stuttgart spielen, ist schon in Ordnung, denn, ja... Okay, Gladbach mit der ersten Aktion im Spiel, das erste Tor, Granit Xhaka läuft links durchs Mittelfeld,
Pass gut nach innen zu. Achso, Pinola läuft links im Mittelfeld. Pass nach innen zu Granit Xhaka, der viel Platz hat und auf 18 Metern abzieht. Der Ball rutscht Moraes unter den Körper durch und liegt schließlich im Netz. Ein einiger Torwartfehler. Schon wieder Moraes. Das gibt's ja gar nicht. Auf geht Schalke, kämpfen und siegen. Genau so ist es. Draxler schickt ihn aus dem Halbfeld in den Strafraum. Doch die Flanke gerät ein bisschen zu weit. Und DD und Dominguez sichern sich den Ball. Die ab. Gegen Grün Foul spielt. Sieht Papadopoulos die gelbe Karte, stoppt Luke de Jong und bekommt die gelbe Karte und die Nase gehalten. Ja, wie gesagt, die erste Aktion des Spiels. Gladbach mit dem Tor in der 22. Minute. Adrianse und Kuntela steht deutlich vor der Absichtslinie, wird trotzdem zurückgepfiffen. Ja, alle Spiele laufen sich schon warm. Moral ist schon wieder nicht wirklich gut ausgesehen. Zu Beginn der Saison hatte ich den noch so groß gelobt. Heute, das war nicht der Matchplan. Reißt immer wieder ein bisschen zusammen heute. Kritisieren Arthur. So, dann Kirchhoff motivieren. Papadopoulos, Max motivieren. Draxler motivieren. Gut, dann haben sie schon alle durch. So, Goretzka Massage, Fafan Massage. Huntelaar Massage, haben wir auch alles durch. Ab geht's bei der Halbzeit. Immer noch alle warm laufen. Und jetzt kommt Gladbach. So, Leute, Pressing wird erhöht. Einsatz ebenso. Begonnen zu regnen. De Jong gelb nach einer Schwalbe für den Zweikampf mit Kirchhoff einen Elfmeter zu schinden, aber der Schiri stand günstig, er zog keine Sekunde und verwarnt ihn dafür. Und wieder Gladbach. Leute, muss ich schon wieder ausrasten oder was? Mann, nee. Jetzt kommen unsere Schalker mal. Flankenwechsel von Verfahren aus dem rechten Halbfeld. Landet der Ball bei Leon Goretzka. Janschke vernascht er dann. Aus 17 Metern schießt er rechts vorbei. Nächste Chance. Draxler legt den Ball nach links raus zu Goretzka. Das ist ein Scharfflanke, aber Lenktesting zur Ecke. Und jetzt aber kommt schon, Leute. Wir haben Standards für die Woche. Fahren mit der Ecke. Huntelaar fällt dabei praktisch mit den Füßen. Aber er ist etwas zu überrascht. Mit wie kann man als Torjäger zu überrascht sein, wenn man da vorne steht? Da muss man mit rechnen. Oh. Mann, Leute. Sensationeller Abschlag jetzt in Gelsenkirchen. Endlich mal moralisch. Weiter Abschlag. Hunter legt den Ball mit der Brust vor. Plötzlich freie Bahn. Aber Dominguez gibt nicht auf. Gewinnt entscheidend Zentimeter und grätscht den Ball noch von hinten doch noch ab. Mann, ey. Leute, schießt doch mal ein paar Tore. So wenig Tore zu schießen, ist ja echt mein Ding. So, nächste Chance für Schalke. Draxler läuft sich auf links frei. Tankt dann zu Philipp Max. Flankt dann zu Philipp Max. Doch, heute ist der Segen. Kommt raus. Hat den Ball sicher. Jetzt Mark Boussafa mit einem taktischen Foul gegen Jefferson Fafan. Jetzt ist die Chance für unsere Schalke. Goretzka hebelt die Abwehr von Gladbach durch einen Lupfer aus, aber Draxler steht etwa 1 Meter im Abseits. Also wir spielen zu oft auf Abseits, also beziehungsweise stehen zu oft selbst im Abseits. So, Philipp Max wird rausgehen heute. Für ihn kommt Ricky vom Wolfswinkel rein. Nach 68 Minuten der erste Wechsel bei uns, also von Wolfswinkel. So, Horvath. Nordfight. Harvard Horvath. Quatsch. Harvard Nordfight für Diakité bei Gladbach, aber es klappt bei uns jetzt hier gerade nichts mehr. Oscar Wendt für Boussoufa. Oder Boussafa. Nee, Boussoufa. Boussoufa. Ach, komischer Name. Jetzt ist die Chance für unsere Schalker. Kommt schon. Und. Ach, Mann! Pflanzparade von Marc-André Ter Stegen. Draxler sucht von Wolfswinkel, trifft den Ball nicht richtig, vollkommen unkontrolliert, gelangt die Kugel dennoch zu diesen, aber der noch frische Holländer kann den Ball trotzdem stoppen, scheitert schließlich mit einem Flachschuss aus 1 Meter, am Glänzen regierenden Ter Stegen. Nächste Chance in der Kombination von Draxler, Neustädter und Fafan kommt letzter Strafraum zum Flanken, Dominguez hat aufgepasst, klärt zur Ecke, kommt schon jetzt, aber die Ecke muss sitzen, Ter Stegen voraus fängt sich ab, es kann doch nicht wahr sein. So, für Goretzka kommt ein frischer Bastos rein. Mann. Wir können unsere Mannschaft noch erhöhen und schaffen es doch noch nicht mit dem Ausgleich. Jetzt mal. Kommt schon, Leute. Bitte. Darms hindert von Wolfsburg am festen Kopfball. Schiri hat nichts gesehen. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir niemals einen Elfmeter kriegen. Wir kriegen richtig selten einen Elfmeter. Schon mal aufgefallen? Nächster Wechsel für Klaas. Ja, nee, nicht für Klaas und Huntelaar, sondern für Jürgen Draxler. Kommt jetzt Renato Augusto ins Spiel. Frische Kraft nochmal im offensiven Bereich. Taktik, Pressing, volle Kanne jetzt. Tabelle bringt uns da überhaupt nicht weiter, denn in diesem Moment. Tabellarisch gesehen. Jetzt kommt Gladbach nochmal. Eigentlich harmloser Steilpass von Xhaka. Macht Verteidiger Kirchhoff.
Och Mann, es geht mein Monitor schon wieder aus. Immer zum ungünstigsten Zeitpunkt. Da kann ich auch nichts gegen machen. Der hat halt so einen scheiß Wackelkontakt. Keine Ahnung, was woran das liegt. Ich weiß auch gerade gar nicht, was hier passiert. Aber passiert hier gar nichts mehr. Leute, komm, reißt du nochmal zusammen. Mit jetzt zum letzten Heimspiel der Hinrunde. Diesem Jahr 2014. Nee, 2013 ist es ja. Könnt ihr wenigstens mal einen Punkt holen, wenigstens. Noch einmal versuchen sie es. Etwas ungenaue Reingabe von Büttner. Aber Huntelaar bekommt den Ball trotzdem noch irgendwie Richtung Tor. Ter Stegen hat diesmal keine Probleme. 4 Minuten Nachspielzeit. Kommt schon, Leute. Bringt nochmal was aufs Tor. Jetzt kommt noch was. Oh, Wendt hindert Neustädter vor ihren Flanken, obwohl dieser wirklich alles versucht hat. Heute fehlt ganz einfach die Durchschlagskraft. Das kann nicht wahr sein. Die nächste Heimniederlage. Wir krepeln uns einen ekligen Mucks zusammen. Mann, ey, ich kann schon wieder. Leute, bitte sagt es mir, was läuft hier schon wieder falsch? Dass wir so in so einer ekligen Ergebniskrise stecken. Von Wolfsburg gewollt, bester Mann. Bringt uns aber auch nicht groß was weiter. Also das kann echt nicht wahr sein, wie wir uns hier schon wieder präsentiert haben, ey. Harmlosigkeit hoch 10. Das ist nicht zu fassen. Wir haben überhaupt keine Durchschlagskraft davon. Nicht mal der Torschützenkönig der letzten Saison. Aus den letzten 5 Spielen nur ein einziger Sieg. 20 Tore nur erzielt. 16 gekriegt in 17 Spielen. Das ist ein Wert vom Mittelfeldklub. Und da stehen wir zurzeit auch. Leider. Überwintern auf einen nicht-europäischen Platz. Die Winterpause. Die zeigt uns an, in welcher Krise wir stecken. Aufwand nicht viel Lohn von. Wir haben ja keinen Aufwand betrieben, das ist es ja. Wir haben nach vorne überhaupt nichts gebacken gekriegt. Das war gar nichts nach vorne. Da kam nichts, keine Riesenchance. Nach 22 Minuten war die erste Torschung sicher Gladbach gehabt. So, die Bayern sind Herbstmeister. Ich weiß, ob sie es diesmal schaffen, auch zu verteidigen. Ich fasse es einfach nicht, Leute. Was? Nee, ich wiederhole mich. Ich weiß, dass ich mich ständig wiederhole. Aber es ist doch zum Kotzen, mal ehrlich. So langsam vergeht mir schon wieder der Spaß hier. Besinnliche Weihnachtsfeier. Huntelaar frustriert. Ja, der trifft auch kein leeres Scheunentor mehr. Die zweite hat auch geklappert gespielt. Auch die haben verloren 1-0. Sabba war doch bester Mann. Popband ist in der Stadt. Besinnliche Weihnachtsfeier. Selbst in die lange letzte Spiel konnten die gute Laune nicht trüben. Die Feier war sehr besinnlich. Eigentlich ist mir nicht zu feiern zumute. Wir haben eine sowas von Scheiß, eine richtige Scheiß-Hinrunde haben wir gespielt. Eine totale zum Würgen war die. Echt. So eine schlechte Hinrunde, das kann nicht wahr sein, Leute. 17 Spiele, nur 7 Siege, 6 Unentschieden und 4 Niederlagen sogar. Mit Tore habe ich schon diskutiert, da brauchen wir gar keinen Kopf drüber machen. Das ist echt schwach, Leute. Wie ist mit der Reserve aus? Wo stehen die zurzeit? Platz 4. Da zieht Wuppertal aber eigene Kreise da oben. Die A-Jugend steht auf Platz 4. Auch die B-Jugend auf Platz 11. Die müssen aufpassen, dass sie nicht absteigen. Na gut, Pokal brauchen wir uns nicht weiter angucken. Da sind wir rausgeflogen. Nationalwettbewerb, okay. Ach, nee, Leute. Schauen wir uns mal die anderen. Ne, hier wollte ich nicht rauf. Nein, Saisonheft wollte ich auch nicht. Oh Mann, ey, wieso finde ich das denn jetzt nicht? Statistiken, da wollte ich hin. So. Die Abschlusstabelle der Hinrunde. Bayern Herbstmeister, wie gesagt, Dortmund dahinter mit 5 Punkten auf Platz 2. Bayern ungeschlagen, beenden sie die Hinrunde. Das ist meine Leistung. Stuttgart auch sehr stark in die Saison, genauso wie Gladbach. HSV dreht auch mal wieder ein bisschen auf. Leverkusen, ja. Da geht's denn los. Zu den schwächeren Clubs. Selbst Werder Bremen ist dieses Jahr ganz gut drauf, aber in den letzten 5 Spielen haben sie auch nicht gewonnen. 9 Unentschieden in der Runde. Bochum hat immer 9 Punkte noch geholt, ist punktgleich mit Augsburg. Augsburg hat letztes Jahr gezeigt, in Wirklichkeit, dass es mit 9 Punkten klappen kann, wenn sie es hier auch hinkriegen. Eintracht Frankfurt, naja, hat zu kämpfen mit der Doppelbelastung und den schweren zweiten Jahren der Bundesliga. Schauen wir in die zweite Liga. Mainz, der Absteiger, ganz weit oben auf Platz 1. Hertha nach der schwachen Abstiegssaison, also nach einer schwachen Saison nach dem Abstieg. Jetzt also sind sie oben mit dabei. 4 Punkte hinter St. Pauli auf dem Relegationsrang. Nürnberg, der andere Absteiger, auch 4 Punkte hinter dem Relegationsrang noch. Ansonsten Aachen als Aufsteiger, das waren die ja ganz weit unten drin. Die Ostclubs, Aue und Cottbus. Ebenso die anderen beiden Ostclubs, Dynamo Dresden und Union Berlin, im guten Mittelfeld. Schauen wir in die dritte Liga rein. Hansa Rostock auf Platz 5 mit 38 Punkten, 3 Punkte nur hinter dem Relegationsrang und hinter dem direkten Aufstiegsrang mit
Ja, Jan Regensburg, Red Bull Leipzig will den Durchmarsch schaffen, wie es aussieht, nach dem Aufstieg. Hier also wollen sie den nächsten Durchmarsch. Was haben wir für Mannschaftsstärke? 703. Bilder haben sie leider nicht, ne? Doch ein paar haben Bilder, aber nicht alle. RB Leipzig spielt eine klasse Hinrunde auf jeden Fall. Die hat ja schon die Rückrunde begonnen. Haching, Saarbrücken, Wuchhausen seit letzter. Schauen wir in die Regionalligen noch fix rein. Da haben wir den HSV in der Nord ganz oben. Nordost, Magdeburg. West, Wuppertal. Südwest, Freiburg zweite. Und in der Bayernliga Augsburg zweite ganz oben. Schauen wir nach England. Wie sieht es da zur Winterpause aus? Na gut, da gibt es keine Winterpause. ManU klar oben. Dahinter Liverpool, die kommen auch wieder gut rein. Das ist doch mal schön. Liverpool, die kann man wieder ganz oben zu sehen. Arsenal, klar, wie üblich. Everton und dann die großen Favoriten. City und Chelsea nur und Tottenham nur auf 5 bis 7. Everton, Gruß an Baumi an dieser Stelle. Du spielst ja auch eine klasse Saison da mit denen. Hut ab. Nach dem Wechsel von Nürnberg nach Everton. In Frankreich. Marseille ganz oben. Paris Saint-Germain, der Scheichklub. Nur Platz 2, aber 2 Punkte dahinter. 3 Punkte hinter Olympique Lyon, der Rekord- und Serienmeister. AS Monaco als Aufsteiger sind ja hier, glaube ich, nicht so gut, ne? Haben sie hier Geld? Steht es hier im Privatbesitz? Wert des Clubs? Anscheinend investieren sie hier nicht richtig. So, dann Italien. Juventus Turin, der Meister. Hat vor, zum dritten Mal in Folge Meister zu werden. Guckt euch das mal an. 15 Siege, 2 Unentschieden in 17 Spielen. 47 Punkte, die haben zur Hinrunde schon, na fast zur Hinrunde, bereits 13 Punkte Vorsprung. Auf FC Genua, dahinter Florenz, Inter und AC und Neapel nur auf 5 bis 7, genauso wie in England. Also hier sind ein paar Favoriten straucheln. Da Lazio rum auf Platz 4. Das ist interessant. Gucken wir noch nach Holland. Was ist da los? FC Twente mit Christian Clemens von unserem FC Schalke 04. Sind ganz weit oben. Souveräner Tabellenführer. AZ Alkmaar dahinter. Ajax Amsterdam will noch in die Champions League. Wir bekommen jetzt Verstärkung mit Jermaine Jones, den wir leider kein Abschiedsspiel gewährt haben können, da wir hinten lang. Spanien. Barcelona wieder ganz weit oben. In der Champions League hapert es bei ihnen. Aber hier ist der spanische Meister souverän dran, den Titel zu verteidigen. Dahinter Real Madrid. Die haben schon ein bisschen mehr verloren als Barca. Und dann haben wir noch den FC Sevilla hier. Und Atletico Madrid, die üblichen Clubs eigentlich, die in Spanien oben auf sind. Oder gibt es hier irgendwo eine Überraschung? Ja, Valencia vielleicht ein bisschen unten, Getafe. Malaga ist ein bisschen, schwächelt da ein bisschen. Und dann sind wir alle liegen durch. Das sieht auch interessant aus. Gut, das war's erstmal für heute. Nächstes Mal geht's denn los mit der Planung für die Winterpause. Wir haben ein bisschen was vor. Das sage ich euch beim nächsten Mal. Ciao, ciao.